Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Team Fortress 2. Ja, ich habe mal wieder Lust auf ein bisschen zocken und ich zocke jetzt auch gleich mit meinem Sniper, der hier immer noch den lustigen Bogen hat und den finde ich ja so cool. Deshalb spiele ich mit ihm auch ein bisschen. Hahaha! Bin tatsächlich getroffen, was zum Teufel. Haha! Ich lasse den Bogen mal gespannt. Man kann ihn aber auch mal. Das war jetzt irgendwie so ein 3. Oh. Weg. Schnull. Hilfe. Alter, was geht denn hier ab? Ich glaube, das kann man auch nicht unbedingt töten, das Ding ins da, das Geschütz oder was das auch immer ist. Ich habe keine Ahnung. Hier sind ein paar Heavys und Pyros am Werk. Ich unterstütze die Pyro hier jetzt mal. Heavy, Entschuldigung. Ist natürlich ein Heavy. Hilfe! Aua! Verdammt! Das war dann wohl ein Heavy. Ich muss mich jetzt wieder einspielen. Ich habe Ewigkeiten nicht gespielt. Einfach weil wegen Baum. Nee, ich habe leider blöderweise nicht selten Lust und selten Zeit dafür. Ich hänge meistens vor irgendwelchen semi-witzigen Internetseiten rum und da komme ich immer zum Nix. Das ist mir so ein bisschen ein Problem. Ne? Das kenne ich auch in der Schule. Das kennt ihr bestimmt auch. Also das ist auf jeden Fall kein Einzelfall. Da bleiben Let's Player wie ich nicht verschont davon. Headshot! Nein! Haha, ich habe ihn getötet. Ah, Deckung! Nein, verdammt! Da hat er mich erwischt. Das war jetzt nicht toll. Ich hoffe immer von der Aufnahmequalität passt alles ein bisschen. Ich denke aber, es sollte alles wie immer sein. Ich renne da ja seit neuestem mit Adobe Premiere, mit der Vollversion, also nicht mehr mit dem Elements-Dingens. Und da muss ich mich erst ein bisschen eingewöhnen, also wenn da noch der ein oder andere Fehler drin ist oder das ein oder andere Dingens nicht so genau läuft, bitte ich das zu verzeihen. Ich bin noch unerfahren mit dem Programm. Geht aber relativ schnell das Eingewöhnen, muss ich sagen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, für Let's Player die Production Suite. Aber es ist natürlich auch scheißteuer, das muss man auch sagen. Vor allem, wenn man nicht mehr Schüler ist, sondern... Headshot! Vor allem, wenn man nicht mehr Schüler ist, sondern Arbeiter, dann muss man ja den vollen Preis zahlen. Ich habe die Student and Teacher Version. Die kostet dann nur 365 Euro. Nur. Und die normale für Arbeiter, also Nicht-Schüler, kostet ja, glaube ich, 1.500 oder so. Also das ist schon ein bisschen teuer, das Programmchen. Oder besser die Programmchen, sind nämlich ja 10 Programme mit drin. Und ja, lohnt sich auf jeden Fall, vor allem für Let's Player. Wenn man das ein bisschen professioneller und hobbymäßig machen will, dann sollte man sich da auf jeden Fall mal investieren drin. Natürlich nur, wenn man das wirklich machen möchte. Für die das tatsächlich nur komplett als, ja, so nebenbei machen, ist es eigentlich ziemlich sinnfrei. Aber ich will auch videotechnisch ein bisschen was rumprobieren. Und da passt es ganz gut, dass ich mir das gekauft habe. Naja. Genug mit dem Gelaber, jetzt zocken wir. Ich stehe nämlich kurz vor unserer Basis, was nicht so toll ist jetzt unbedingt. Lebt er noch? Nö. Where are they? There is no one. Da drüben sind sie. Verdammt. Ich habe ihn erwischt. Ich mag den Bogen. Nur sterben mag ich nicht sonderlich. 6 Punkte, immerhin. Der die besten haben hier 646. Ach du Scheiße, was geht mit denen ab? Das ist ja der Wahnsinn. Ich finde das cool, das Sniper-Spiel mit dem Bogen. Erinnert mich ein bisschen an Assassin's Creed. So ein ganz kleines bisschen. What the fuck? Ich hab den ernsthaft getroffen. Aua. Na, natürlich. What the fuck? Was steht da auf einmal eine Sentrigan rum? Was hatten die hier verloren? Mann. Das ist ja schlimm. So, da hat einer was gefunden unten im Chat. Also, Chat ist gut. Das ist ja mehr so eine Statusdingens. Der wird zu einer Uhr spontan. Das habe ich auch öfter, wenn ich sterbe, dass ich spontan zu einer Uhr werde. Kennt man ja. Die Sentry ist tot, wunderbar. Ich gehe jetzt mal mit gezücktem Bogen vorwärts, einfach weil ich keinen Bock habe, hier zu sterben. Weg! Pyro!
fucking Pyro. Verdammt. Und so habe ich mir auch noch verschluckt nebenbei, deswegen war ich jetzt zu stumm. Sekunde. Entschuldigung. Ich muss da mal kurz was machen gehen. Besser. Warum passiert mir sowas eigentlich immer bei der Aufnahme? Wahrscheinlich, weil ich sonst was nicht rede. Das könnte nicht wohl sein. Alter, es ist laut hier drauf. Ich bin ja an sich mehr so der stumme Typ, der nicht sonderlich viel redet. Nein! Geht weg! Habe ich ihn getroffen? Ich glaube eher weniger. Ich musste mich kurz mal kratzen, deswegen war ich kurz AFK. Ich bin halt voll oft irgendwie abgelenkt, habe ich so das Gefühl. Hilfe! Verdammt! Da ist auch ein Sniper mit Bogen. Mag ich ja gar nicht. Immer diese Typen mit Bogen, also. Zustände herrschen in dem Spiel. Schlimm. Vor allem, weil der Typ auch noch Butthurt heißt. Toller Name. Ich liebe ja die geistige Fülle dieser Namen hier auf diesem Spiel. Gut, das Spiel allgemein hat sehr viel geistige Fülle. What the fuck? Nein! Kann ich hier nichts mehr machen, verdammt. Nur getötet werden. Super. Naja. Let's wait for another round. Haha. Der Server ist bereit, Aufnahmen aufzuzeichnen. Also scheinbar gibt es auch die Möglichkeit, hier in irgendeiner Form Aufnahmen zu machen. Auf Servern. Ich habe allerdings, mach's lieber trotzdem mit DX-Story, weil ich keine Ahnung habe, wie die Qualität da ist. Und wahrscheinlich kann man die Stimme auch nicht parallel aufnehmen. Also wäre das irgendwie ein bisschen sinnfrei. Was sind denn hier unsere... Ach, wir müssen erst in der Mitte einnehmen, oder was? Es laggt leicht, habe ich das Gefühl. Ich glaube, da habe ich jetzt eher auf meine Kollegen geschossen, als auf meine Feinde. Oh, what the? Puh! Okay, das wird nicht. Aber das wird was. Nein! Nein! Ich springe auch runter, ich Depp! Das war das Unintelligenteste, was ich machen konnte. Einfach runterhüpfen. Ich hätte eigentlich oben warten sollen, aber ich bin immer so ungeduldig. Weil ich ihn nicht verlieren wollte, den lieben Heavy. Deshalb habe ich jetzt schlicht und einfach mal den Löffel abgegeben. Das war nicht so toll. Ich würde gerne wieder spawnen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich die Spawnzeit verlängert. Oh! Sind überall Rote! Puh! What the fuck? Was geht denn bitte hier ab? Das ging jetzt verdammt schnell. So, unten schreiben wieder Russen im Chat. What, die haben schon Internet da drüben. So, den haben wir ja sicher, den nächsten normalerweise auch. Dann rushen wir mal vorwärts, würde ich sagen. Den haben wir ja sicher, jetzt geht es nur um den in der Mitte und dann können wir die anderen beiden einnehmen, so wie ich das verstanden habe. Ich glaube, ich habe es sogar ausnahmsweise richtig verstanden. Pfeile sind cool. Nein! Umkehr der feindlichen Eroberung, finde ich gut. Nein, nicht getroffen! Hurra! Hilfe! Ja, warum ist denn da keiner von uns, Leute? Was macht ihr denn? Campt ihr alle hinten? Die campen jetzt nicht wirklich alle da hinten, oder? Seriously? Naja. Ist ja nur ein Spiel, sag ich mal. Und die Respawn-Zeit verlängert sich tatsächlich von Runde zu Runde. Oder von Tod zu Tod, besser gesagt. Das ist irgendwie komisch. Das nervt ein bisschen. Naja. So, jetzt werden sie gleich kommen. Die bösen Buben, die Roten. Mal schauen, ob wir da nicht was gegen haben. Nimm Pfeil zum Beispiel. Wow! What the? Ich brenne übrigens. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Ah, wenigstens ein bisschen was. Point shot, mate.
Okay. Puh! Treff nix! What the... Puh! Spy! So. Geht doch. Weg mit dem Spy hier. Nein! Ich hab den noch getroffen. Nein! Alter, bin ich schlecht mit dem Bogen. Ich war doch schon mal besser mit dem Teil. What the fuck is wrong? Da geht ja einiges ab. Der war aber nicht schon wieder unseren Punkt hier ab übernommen, oder? Ich bräuchte übrigens mal Health. Wäre freundlich von euch. Oder vom Spiel. Nein! Ach, puh! Alter, wie geht das bitte? Was ist denn bitte das für ein schlechtes Team? Na gut, ich bin auch schlecht, das ist ja klar. Deswegen heißt das Projekt ja auch Let's Noob. Aber dass mein ganzes Team so schlecht ist, ist natürlich auch toll. Ich wäre ja schon gerne gegen das Team, muss ich sagen. Ich bin immer noch irgendwie so ein Weihnachtslieder-Summstimmung, warum auch immer. Ich bin eigentlich gar nicht so der Weihnachtstyp. Wobei ich an das ganze Zeugs nicht glaub. Von wegen Religion und alles drum und dran. Da bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Da ist doch einer! Ach, ich bin rot! Verdammt! Das verwirrt mich voll. Und irgendwann die einfach so random die Farbe wechselt. Ach, das ist einer von uns. Ja, wenn die brennen, sieht man das nicht, ob das rote oder... Ey! Was macht ihr da? Ich will gerade ernsthaft nicht in die Luft fliegen. Das wäre unschön. Diesen Punkt verteidigen. You don't say. Hier komme ich nicht rein, oder? Nein. Oh. Granate. Not true. Hier ist jemand explodiert. Kann jetzt sein, dass ich jetzt im anderen Team bin. So ganz leicht vermutet, dass ich jetzt im besseren Team gelandet bin. Vielleicht habe ich einfach Team geswitcht. Oh, what the fuck. Heavy! Geh doch weg! Ach du Scheiße, immer diese Heavys. Oh, Team Red gewinnt. Das freut mich. Ich hab zwar nicht so viel gemacht, aber... What the fuck? Musste jetzt sein, sorry. So, zum Gewinnen alle 5 Kontrollpunkte erobern. Wunderbar. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Warum bin ich eigentlich mal der Erste, der vorrennt? Wahrscheinlich, weil der Sniper ziemlich schnell bin. Jetzt muss ich mich wieder umgewinnen, dass ich jetzt auf Rot schießen muss. Stirb! Ernsthaft, stirb! What the hell? Hält denn der bitte aus? Nein! Ah, fuck. Immer diese anderen Klassen. Ne, ich spiele jetzt auch mal was anderes. Sekunde. Ich spiele jetzt mal ein bisschen als... Ach du Scheiße, der... Ich spiele jetzt mal ein bisschen als Büro. Einfach, weil es jetzt so kalt ist und ich ein bisschen Wärme verteilen möchte hier. So, jetzt. So, wir haben den mittleren Kontrollpunkt, das heißt, wir können jetzt ein bisschen vorrücken. Hoffe ich zumindest mal. Geh weg! Alter, was haben die für komische Granatwerfer, bitte? Ich habe ja mit da überhaupt keine Reichweite mit dem Teil. Vielleicht hätte ich den auch im Nahkampf verwenden sollen, ne? Ach, fuck this shit.